Kommen wir zur letzten Rose. Chantal, möchtest du diese Rose annehmen? Nicht? Shakira Jennifer, möchtest du diese Rose annehmen? Hey Mama, ich bin's. Ich wollte dich ganz kurz fragen, ob du die Rose... Aufgelegt. Hi meine Süßen! Heute reden wir mal wieder über den Bachelor! Heute reden wir über Germany's Next Topmodel! Germany's Next Topmodel. Wow. Wow. Gestern die Folge geguckt. Wow. Schwierig. Schwierig? Ey, es gibt ja viele verschiedene TV-Formate, wo man sagt, ja, das Zielpublikum sind überwiegend Frauen. Bachelor zum Beispiel auch. Ja, ja, Bachelor auch. Ich finde, ja, da habe ich sehr viel Spaß beim Bachelor. Bei Germany's Next Topmodel muss ich als Mann sagen, oh, ist schon schwierig zu gucken. Obwohl gestern das Nacktshooting war. Ja, weil sie gepixelt haben, die Penner. Was soll das? Ja, warum? Warum pixeln die, wenn es ein Nacktshooting ist? Ja. Für alle ist es ein Nacktshooting, außer für uns. Wenn ich morgens Punkt 12 um 9 anmache, Punkt 12 um 9 hast du verstanden, ja, sehe ich Brüste. Du hast auch geguckt? Ich habe auch geguckt und freue mich ein bisschen über Germany's Next Topmodel, muss ich sagen. Ich finde es ja immer ganz witzig und ich finde immer auch ganz witzig zu sehen, wie viel älter Heidi Klum geworden ist. Oh ja, oh, sie ist, aber im Alter wird sie dürrer. Dürrer, ja, ich glaube, sie denkt, dünn ist gleich jung. Jung, ja. Aber ist es nicht. Sie sieht aus wie Luft rausgelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sieht ein bisschen faltig aus, aber trotzdem noch eine hübsche. Ja. Kann man nicht meckern. Also, würdest du? Würde, für ein Fame. Aber so richtig Bock geht so. Und bei dir? Früher? Na gut, okay, die junge Heidi Klum, die Thomas Gottschalk noch ein... Okay. Ja, die hat irgendeine Wette, wo sie irgendwas machen muss. Ich verstehe. Ja, nee, Heidi Klum, ja, das ist so schwierig. Ich glaube, wenn sie 10 Kilo mehr wiegen würde, würde sie tatsächlich jünger aussehen, bilde ich mir ein. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ja, die Haut sie alt und fett aussehen. Nee. Apropos. Wenn sie 10 Kilo mehr hat, ist sie schon fett? Bodyshaming, du bist ein Arschloch, Mann. Nee, apropos fett, ja, jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sagen: Team Michael und Team Hajo. sind am Start, aber ich glaube, Team McDonald's ist auch am Start. Hast du gesehen, da sind zwei richtig dicke Mädels drin bei den Models. Oh, come on, einmal Sarah und einmal Pia. Ja. Ich meine, suchen wir hier Germany sucht eine next normale Frau oder Germany sucht eine next Topmodel? Naja, ich habe ja gehört, es gibt ja auf RTL 2 was, Curvy Supermodel oder next. Warum sind die nicht da? Weil ProSieben bzw. Germany's Next Topmodel versucht, das Ding, das Format tot zu machen und zu sagen, wir haben unsere eigenen Curvy-Models. Und deswegen geht ja auch schon das Gerücht rum, dass mindestens eine bis zum Ende mitgeschleppt wird, obwohl sie keine Chance hat, aber einfach um den Leuten am Fernseher zu suggerieren, ihr schafft es auch. Deswegen muss ich das jetzt hier auch so outpointen, dass es Team McDonald's gibt, weil das offensichtlich nur dazu da ist, um zu sagen, Leute, auch wenn man ein paar mehr Kurven hat, dann kann man hier mitmachen und so, obwohl man überhaupt gar keine Chance hat. Man hat keine Chance. Und das Mädchen ist da, wie sie da auch dieses gestagte, ja, ich habe zurzeit ein paar Kilo mehr drauf, aber ich bewerbe mich hier trotzdem, das ist voll schön. Nee, ist es nicht. Ja, meinst du, die haben sich von alleine beworben? Kommt doch eigentlich kein Glaubst du, sie sind gecastet? Ja, hundertprozentig. So eine etwas dickere... Genau, irgendwie ein Casting, wir suchen... aus einer dicken Kartei, also die Kartei war dick. Ja, wir suchen kurvige Models und dann hundertprozentig. Glaube ich nicht dran, alles ist gelogen im Fernsehen, nur auf YouTube ist alles echt. Aber wir verschwenden schon viel zu viel Zeit. Ja, die aktuelle Folge. Die aktuelle Folge. Da war krasser Bitchfight zwischen zwei Freundinnen. Die unter anderem zu den Top-Influencern der neuen Staffel gehören. Boah. Zwischen Victoria aus Österreich und Zoe aus Österreich. Was ist da passiert? Die vermeintlich beste Freundin sind. Ja, die haben einfach so ein privates Gespräch geführt, während die Kamera lief. Und da hat die eine gesagt so, na sag mal, willst du eigentlich erzählen, dass du schon mit 60 Typen... 16! 16? 60? Ich weiß doch, dass du lügst. Nein. Doch, du lügst. Ohne Scheiß, du kannst dir einen Lügendetektor anschließen. Und was steht in deinem Tagebuch? Ja, soll ich's holen? Mach ich hier vor laufender Kamera. Mach ich hier vor laufender Kamera. Traust du dich das? Ja, mach ich. Ja, hol's. Ja. Und auch die Notizen hinten von der Liste? Machst du es denn auch? Habe ich nicht die Eier zu. Tja, gut.
Du, wie findest du das? Wie alt ist die kleine Süße? 18 ist ja. Die. Wie oft hat sie? 60 Mal? Wie findest du das mit 18? Auch ein geiler Satz, als sie gesagt nee, die Männer aus dem letzten Monat kann ich an einer Hand abzählen. Also, das ist mindestens einer pro Woche bei, ne? Alle 6 Tage. Ja. So, ne? Schön. Ist doch ein mit 18? Akzeptabler Verbrauch. Aber vielleicht sind wir auch ein bisschen oldschool. Sind wir oldschool? Ja. Oder ist alle 6 Tage ein anderer Sexualpartner too much? Kommentiert doch mal. Ja, aber es gibt so eine tolle Influencer-Liste, wo auch Victoria und Zoe... Echt, dass Krankheiten im Internet veröffentlichen? Ja. Der Gag, es kommt immer gut. Influencer-Krankheit, verstehst du? Ja, Influencer-Flatulenza. So heißt es. Okay. Das ist der Originalausdruck. Mhm. Aber es gibt eine Influencer-Liste und da sind auch Zoe und Victoria ganz oben. Ja. Aber wer da auch ganz oben ist, ist die gute Gerda. Ja. Die mit den Silikonbrüsten. Ja, genau die. Was meinst du? Oh. Glaubst du, die kommt weit? Die kommt in den Dschungel. Würdest du? Nee, finde ich unsympathisch. Mag ich nicht. Unsympathisch? Ja. Ach, das gehört dazu, so ein, ja? Attention Horse mag ich nicht. Nee. Bin ja selbst eine. Wer polarisiert denn wohl am meisten? Das ist doch wohl die gute Claudia. Claudia. Die gute Claudia. Mit K. Sie lacht immer so behindert. Ich fand es geil, als sie gesagt hat, na, ich mache das so, wie ich das mache. Ich mache das immer ein bisschen anders und ich springe auf meine Art ins Wasser. Wie so ein Walross ins Wasser geplumpst. Wie unangenehm, ey. Warum ist die so? Weiß ich nicht. Soll ich es schon spoilern für die Leute da draußen? Was denn? Geht mit Heidi auf diese große Ammergala später. Oh. Ja, kommt also weit. Ich glaube, die erinnert mich so ein bisschen an den jungen Daniel Kübelböck. So auch so ein Clown einfach, so der so reinkommt und sagt, ja, hallo, ich bin Dabla und hab hier die Augenbrauen und bin behindert und okay, sowas. Kurz, ganz wichtige Frage. Claudia oder Daniel Kübelböck? Wen würdest du? Oh. Schwierig. Daniel Kübelböck jetzt, wo er alt ist? Er sieht gut aus jetzt. Er sieht jetzt gut aus, ne? Ja. Hat sich gesagt, aber vielleicht sieht die in 30 Jahren auch gut aus. Ja, vielleicht. Wen würdest du? Daniel. Daniel it is. Herr Lehrer, ich will auch in der Moderatorenschule gut sein. Von einem Daniel kommen wir jetzt zum nächsten Daniel. Und zwar zu Daniel Faltz. Ja, wir wollten eigentlich eine extra große Folge über Germany's Next Topmodel machen, aber wir haben gedacht, ist vielleicht ein bisschen früh. Ist vielleicht noch ein bisschen früh. Aber willst du noch sagen? Die Gewinnerin steht auch noch nicht fest. Nee, aber wir in 2-3 Wochen sagen wir euch, wer gewinnt. Ja. Möchtest du noch kurz sagen, wer so optisch so dein Typ ist? Optisch ist mein Typ Hajo. Ich finde übrigens, was bei Hajo, muss man mal sagen, so, das ist, finde ich, für mich auch ein verkanntes Model, ja. Also Hajo, wenn du das mal siehst, also so geil, wie du gestylt bist und auch mit der Erfahrung, die du im Business hast, könntest du eigentlich auch mal vor die Kamera treten, aus dem Schatten heraus und auch mal eine Karriere starten. Da musst du dich nicht dahinter verstecken. Mach das doch einfach, Hajo. Du siehst super aus, bist ein cooler Typ, lässig, weißt, wo der Hase langläuft. Mach das doch einfach. Sag doch mal, wer ist denn heiß? Ich sag Sarah, aber die ohne Haar, also die, nicht die mit den Locken, die andere Sarah. Nicht die Dicke? Die verheiratet ist. Nicht die Dicke. Mit dem Schweizer Bachelor. Die Dicke wollte sagen, gestern hast du mir geschrieben, siehst du die dicke Sarah, die andere ist viel heißer, hast du geschrieben. Nee, ich habe gesagt, guck mal, der Schwule war Germany's Next Topmodel. Ja, ich bin für Bruna, die Copacabana-Schönheit. Schön. Okay, ich wollte deinen Übergang aber nicht kaputt machen. Erzähl was über Daniel Faltz, weil ja, Daniel Faltz. Bachelor ist immer wieder interessant. Ja, Daniel Faltz ist am Start, aber keine Frauen mehr. Was ist denn da los? Und epische Folge. Epische Folge. Was sagst du zu Samiras Abgang? Ja. War schwierig, ja. Also ich finde, ist schon geil zu sagen, ich will erstmal auschecken, ob ich eine Rose kriege, wie sie dann da alles mit ihm spielt und ihn auch geil macht und so. Und so, also quasi, es fehlte nur noch, guck mal, meine Mumu. Ja. Und also, dann aber... Es ist echt so, ich meine, wir sind nicht die größten Fans von Samira, aber Nein. Der Abgang war schon nicht schlecht. Da muss man ihr schon sagen, so, ja, du willst mich, ja, ich dich aber nicht. Ciao. Ja, genau. Hat sie nochmal richtig gemacht, fand ich. Das ist wirklich so, als wenn du einem potenziellen Partner sagst, hey, du bist so toll und ich finde dich unfassbar attraktiv und du bringst mich zum Lachen. Liebst du mich denn? Und dann sagt der Partner oder der potenzielle Partner, ja, ich liebe dich. Und dann sagst du, ja, ich dich nicht, ciao. So, das ist so eine richtige miese Nummer gewesen, ey. Es war schon eine miese Nummer, aber bei dem Gespräch auf der Wiese hat sich ja wohl die ganz, ganz großen Komplexe von Daniel rausgestellt. Was ist denn das, wie kann man denn so krass Anerkennung suchen, ja? Also wenn ich dir hier ein Picknick vorbereite, dann musst du deine Freundin anrufen und ihr sagen, wie toll ich das gemacht habe, weil ich Bestätigung brauche, weil ich nicht selber weiß, dass ich was Schönes dir hingerichtet habe. Wie findest du eigentlich die Folge? Warum brauche ich? Wie mache ich das? Das finde ich sehr gut, sehr gut, ja. Kannst ich rufe meine Freundin an und erzähle ihr das. Ja. Hallo, ja, er macht das sehr gut, ja. Danke. Ja. Also habe ich aber gar nicht erwartet, dass du das machst. So jemand, der ständig Bestätigung braucht, das finde ich so unsexy und deswegen hat er die beiden Körper auch von
Pickelgesicht. Und Maxim ist also so eine süße, niedliche, ist eine süße, tolle. Ist eine süße, niedliche. Ja. Aber ich frage mich, warum geht sie zum Bachelor, Mann? Ja, das hat sie nicht nötig. Ja. Nee, also nicht nur was hat sie nicht nötig. Nee, weil sie überhaupt gar nicht actionbringend. Nein, Mann, das ist doch auch gar nicht der Typ. Sie hat doch von Anfang an gar keinen Bock auf den Bachelor gehabt. Also auf diese ganze Show. Ich check das nicht. Aber ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass sie da reingegangen ist, um zu sagen, oh, jetzt kurbel ich meine Karriere an. Also so, ich habe das Gefühl, die macht jetzt wieder ein vernünftiges, normales Leben. Die Gute. Ja, aber kam ja jetzt auch wieder krasse Gerüchte raus, so dass er zum Beispiel Janina rausgeschmissen hat letztes Mal, also die Woche davor, Janina rausgeschmissen, und die wollte ihn ja gar nicht mehr. Sie hat ihm die kalte Schulter gezeigt, hat sie jetzt im Interview gesagt. Sie meinte, nee, ich wollte ihn nicht, und das hat er gemerkt und deswegen hat er mich rausgeschmissen. Wer ist denn Janina? Janina, die wir heiraten wollen. Aber wie findest du das? Das muss doch so für ihn... während des Drehs ist der mit Sicherheit zur Produktionsfirma gegangen und die sagt, ey, das können wir nicht, die muss rausgeschnitten werden oder wir müssen das umdrehen. Oder so. Ja. Mann, der ist der Bachelor, der wie viele Körper hat er gekriegt? Drei sind schon freiwillig gegangen. Und zwei in einer Folge? Das ist richtig bitter. Und vor allem bei so jemandem, der sagt, ruf doch mal bitte deine Freundin und erzähl, wie toll ich bin. Ja, ey. Der hat geweint. Im Bett. Hat der 100% hat er geweint. Natürlich. Und ja. Das ist der Bachelor, so, der kriegt eine gescheuert. Ja. Eine geht freiwillig, dann gehen zwei in einer Folge. Und dann gibt's Janine Christine. Hättest du ihr diese Rose gegeben? Also ich hätte zumindest mal gesagt, so ja, die eine Rose mache ich mal zur Seite wenigstens. Er ist auch kein Mann, Alter. Er sagt nicht so, ey, die Rose scheiß auf Samira hinterher schmeißen und jetzt komm, ich kann mir 1000 aussuchen so. Nein, er nimmt die gleiche Rose, gibt sie Jessica. Die gleiche Rose, das war halt wirklich, also da hätte er ein bisschen sagen müssen, okay, diese Rose ist, die hat AIDS. Ja, die hat AIDS, Alter, das ist einfach so. Ja, und jetzt eine neue. Also das kann ja nicht wahr sein. Ist der Hammer, ey, wirklich. Aber du hättest doch der Alten mit dem Liebesbrief, dir hättest du doch keine Rose mehr gegeben. Das kannst du nicht, das ist das große, das ist, du siehst Stalking to the fullest. Übertrieben. Du siehst es. Stell mal, es ist, als wenn dir 10 Freunde sagen, übrigens, die stalkt, die steht vor deiner Haustür und du gehst hin und sagst, ihr habt ja mal meine Adresse aufgeschrieben. Ja. Das kannst du auch nicht machen, Mann. Aber das, wo man dann auch sieht, dass es einige Frauen gibt, die dann doch bescheuert sind, ist, dass sie sagt, ja, ich hab die Rose. Und ich glaube, es war das Schicksal, das uns zusammengeführt hat. Hat er ja selbst gesagt, ja. Ey, aber das kann doch nicht dein Ernst sein, Mann. Kannst doch nicht sagen, es war ein Schicksal. Also ich meine, wie weit weg von der Realität. Mein Gott, du bist der dritte Partner, mit dem ich hier Lass mal reden machen wollte. Das ist auch Schicksal. Ja, so habe ich mich auch gefreut damals. Ja, sag mal, ich habe übrigens zwei Absagen. Hast du noch Lust, Andi? Wow, auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, war natürlich Schwarzarm. Schwarzarm finde ich immer sehr lustig, wenn sie mit ihrer Krücke aus dem Lazarett von 1920 rumläuft. Was sind das für Krücken, Mann? Habe ich noch nie gesehen. Wie läuft sie denn? Und dann hat sie mal einen schwarzen Arm, den sie dann zeigt. Und aber hat ganz weiße Zähne. Oh, findest du übrigens, dass die alle fetter werden? Ich finde, Schwarzarm ist hat auf jeden Fall zugelegt. Und, na, weil sie sich nicht mehr bewegen kann. Janine Christine, nee, aber schon vorher. Ja, dass die Krücke sie hält, ist ein Wunder. Und Janine Christine wird auch immer dicker. Und die kriegen auch alle schlechte Haut. Fressen die da nur Scheiße oder was? Ich möchte nicht, dass irgendwer unsere Sommerfolgen jetzt mal im Nachhinein anguckt, okay? Hast du übrigens auch gesehen, dass als er diese zwei Körbe gekriegt hat, dass er danach direkt harten Alkohol sich eingegossen hat? Der war fix und fertig. Der war richtig alle, ne? Ich dachte, er sagt jetzt, habe ich das gut eingegossen? Ruft doch mal eure Freunde an und erzählt das, wie gut ich das so ein Weichei, Alter. Wer aber wirklich weit bis jetzt schon wieder gekommen ist und hat sie wieder in dieser Folge geweint, Christina, Christina ist für mich jetzt auch noch im Olymp angekommen, absolut stilsicher zum Lagerfeuer mit einem schwarzen Kleid und einer Lederjacke. Hast du gesehen, als er ihr den Marshmallow gegeben hat, sie dachte, du willst mich verarschen. Auf die Hand. Was ist das für eine Scheiße? Wer gewinnt denn das Ding? Ich weiß es nicht. Naja, ist hier die nach unten lacht oder Schwarzarm? Die hat er jetzt gesagt, hat sich verknallt, ne? Ja. Der hat aber auch mit, wie er alle ablecken will, ne? Ach, das war, wie fandst du den Move im Whirlpool? Also, das ist so. Nein, ich hab ihn nur an die Seite küssen lassen. Bist ein bisschen nervös geworden? Nee. War ja unangenehm gerade. Ja, du hast mich mit der Zunge berührt. Ja, habe ich. Das ist doch nicht schlimm, oder? Disgusting.
Ja, auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht beim Bachelor. Aber was die Woche sonst noch so passiert ist in unserer allseits beliebten Kategorie, die da heißt... Fick dich, ey. Du hast gesagt, es war eklig. Hast du früher auch so gerne Sex in the City geguckt wie ich? Wurde ich zugezwungen, ja. Wirklich? Ja. Keine einzige Folge gesehen. Echt? Ich kenne nur den Begriff Mr. Big. So haben sie mich genannt früher. Nee, habe ich natürlich geschaut. Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall waren da. Is it not a close friendship anymore? Aber war da sehr gut, kam sehr gut rüber. Finde ich immer schade, wenn man dann hört, dass das so nur professionell war. Ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel hören würde, dass Turk und JD keine guten Freunde sind, dann würde ich traurig sein. Ja. Aber sind sie ja nicht. Sind sie gute Freunde? Sind gute Freunde. Aber deswegen, bist du eigentlich mit deiner Partnerin von damals auch noch gute Freunde? Sehr eng. Sehr, sehr eng, ja. Na, da bin ich ja beruhigt. Ja. Weißt du, wer sich jetzt auch hasst mittlerweile? Wer denn? Jennifer Aniston und ihr... Ich dachte, wir beide. Walter, wer? Boah, wie du mir wehtust heute. Oh. Jennifer Aniston und ihr soon-to-be Ex-Husband. Oh, Jennifer Aniston ist frei? Ja. Die finde ich, find ich eigentlich recht nice, obwohl sie jetzt nicht so eine super hübsche Frau ist. Aber würde ich trotzdem mich... auf einlassen, glaube ich. Ja? Sie sich aber nicht auf dich. Kommen wir von der einen, die Andi gerne würde, zu der, nicht die nach unten lacht, sondern zu der anderen, die Andi gerne würde. Nach unten lacht. Ich hatte einen Ohrwurm davon, ne? Ja, ich auch. Ich singe das jeden Tag. Sollen wir mal kurz für die Leute ansingen, über wen wir jetzt kurz sprechen werden? Sie ist die eine, die nach unten lacht. Nein, wir singen jetzt mal die Andi jetzt, über die wir reden werden. Ach so, über die wir singen. Wie ging es? Sag mal, spürst du das auch? Gefühle außer Plan. In meinem Kopf ist eine Achterbahn. Ja. Helene Fischer hat Die gute, ganz viele Konzerte abgesagt. Aber jetzt, hat sie was gesagt? Ich bin wieder da. I'm back. Ihre ganzen nächsten Konzerte werden stattfinden. Hattest du Konzertkarten für Berlin? Nee, hatte ich nicht. Ich habe keine mehr gekriegt. Ich würde wahnsinnig gerne hingehen. Aber beim Lady Gaga stand war noch ein paar. Ich glaube, das Konzert von Helene Fischer ist großartig. Ich glaube auch. Ich hätte da total Bock drauf. Und das ist die einzige, wo ich gesagt hätte, die könnte auch so eine Halbzeitshow beim Super Bowl machen. Hundertprozentig. Ja, aber keine andere Deutsche. Nein. Keine. Ich finde auch, sie ist ein, also qualitativ ist sie ein Weltstar. Diese Weihnachtsshow, sie kann Akrobatik, alles. Sie kann singen, sie kann tanzen und sie macht das alles großartig. Ohne Scheiß, es würde mich nicht wundern, wenn Florian Silbereisen und Helene Fischer irgendwann Lass mal reden übernehmen. Hoffentlich hat es euch auch so viel Spaß gemacht wie uns und haltet durch, denn nächste Woche kommen wir nicht, aber die Woche darauf sind wir wieder da und dann auch wieder mit mir, dem allseits beliebten Andi und Chris. Chris? Wo ist Chris? Hab mich versteckt! Ey, ich wusste gar nicht, wo du jetzt bist, auf einmal warst du weg. Krass, ich hab mich versteckt. Shine on!